Herzlich willkommen auch zu diesem Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und zwar schaut sehr gerne auch auf meinem Zweitkanal vorbei. Dort habe ich euch gezeigt, welche Lebensmittel bei Aldi ich auf keinen Fall mehr kaufen würde. Sehr gerne auch dort vorbeischauen und abonnieren. Wir suchen immer noch ein paar Leute bei uns im Team. Sehr gerne auf purazell.de Stellenanzeige mal anschauen, Kundenservice und so weiter, um dort vielleicht Anklang zu finden, sodass ich dir eventuell einen Job bei uns geben kann. Würde mich sehr freuen, auf purazell.de mal vorbeizuschauen, um mich damit auch zu unterstützen. Kommen wir zum Thema Kreatin. Viele haben sich das Thema gewünscht. Ich habe tatsächlich mich dem mal angenommen und mal ein bisschen geschaut. Alles das, was das Herz begehrt. Kreatin, Kreas, das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Fleisch. Warum? Weil es natürlich nicht in nennenswerten Mengen in den Pflanzen vorkommt. Es wird in der Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse synthetisiert bei Säugetieren. Und das haben Pflanzen jetzt nicht so. Aber was ich sagen möchte, es wird aus drei Aminosäuren gebildet. Glycin, Arginin und Methionin. So, und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, denn Veganer haben allgemein, dafür, dass wir sowieso in den Pflanzen ja schon weniger Kreatin aufnehmen, eventuell auch etwas weniger Methionin, ja, weil Methionin ist eine Aminosäure, die vermehrt in tierischen Lebensmitteln vorkommt, dort auch ein bisschen weniger zur Verfügung, um selbst mehr zu bilden. So, mal zum Vergleich, ein Hering hat ca. 4,5 Gramm auf 1 Kilogramm Kreatin in sich. Die Preiselbeere 0,2 Gramm, ja, nur auf 1 Kilo. Das ist schon sehr, sehr merklich anders. Der Mensch produziert ca. 1 bis 2 Gramm Kreatin am Tag auch selbst. Ja? Auch wenn du vegan lebst, du musst es nicht zuführen, denn du bildest es natürlich selbst. Nun, jetzt kommt natürlich auch die Frage, macht es Sinn, noch mehr zu konsumieren und welchen Nutzen kann das haben? Und das habe ich, tut mir leid, das habe ich versucht, mal hier rauszukristallisieren. Also, es ist sehr wichtig für die Körperfunktion, für die Nervenfunktion, auch vor allem auch fürs Gehirn. Und es ist eine entscheidende Rolle bei der Energieverfügungstellung deines Körpers. Denn ohne Kreatin hätten wir deutlich, wirklich deutlich weniger Energie in Bezug auf Schnellkraft. So, ganz kurz, es gibt ein Molekül, das heißt ATP. Das kennen vielleicht viele. Adenosintriphosphat. Das ist der universelle Energieträger bei uns im Körper. Und ganz kurz, das Molekül Adenosin, das ist ein Teil des Moleküls und Tri steht für 3 und Phosphat, das heißt 3 Phosphatgruppen. Und warum ist das jetzt so interessant für uns? Warum können wir aus diesem Molekül Energie gewinnen? Das sage ich euch, es gibt Enzyme, Enzymkaskaden, das heißt Abfolgen, ja, die bestimmte Prozesse katalysieren. Und zwar die Hydrolyse, das ist eine Spaltung einer Bindung des Phosphats, einen von den dreien an dem Adenosin, mithilfe durch Wasser, das ist die Hydrolyse. Und dabei wird Energie frei, und zwar gar nicht so wenig, 32,2 Kilojoule pro Mol. Einmal zum Vergleich, wenn wir uns das anschauen, dass, ich kenne das noch aus der Chemie, das war so, wenn du 1 Liter Wasser, was ja nicht wenig ist, 1 Liter, von 14,5 auf 15,5 Grad erwärmen willst, ja, benötigst du nur 4,187 Kilojoule. So, vorher waren wir bei 32,2 Kilojoule bei einer Spaltung eines Phosphats. Wir haben 3 zur Verfügung an dem Adenosin. Ja, jetzt versteht ihr mal so ein bisschen, da geht es schon um eine ganze Menge Power, die eventuell euch verloren gehen könnte. Ja? Kommen wir als allererstes zu den Punkten, das Risiko. Das wollen natürlich viele wissen. Hat es ein Risiko für mich, diesen Stoff einzunehmen? Die EFSA, das ist die Behörde, also die Europäische Behörde für Lebensmittelüberwachung, schreibt folgendes. Dosen von bis zu 3 Gramm, die etwa der täglichen Umsatzrate von Kreatin entsprechen, sind unwahrscheinlich, irgendein Risiko darzustellen. Das schreibt die EFSA. Viele haben Angst und Sorge, gerade auch den Mythos, der damals plattgetreten worden ist. Das würde ich hier zu weit führen, warum das zustande gekommen ist. Aber da war dieser Mythos immer bezüglich auch vermehrt Nierenerkrankungen. Natürlich ist eine Thematik, die Dosis macht das Gift. Ja, nur wir reden hier gleich von Dosen, die ich euch mal zeigen werde.
Wir haben vorhin den Wert gehört, 3 Gramm circa, ja. Von den Dosen gehen wir jetzt mal so ungefähr auch immer aus, ja. Und zwar gibt es noch andere Meta-Analysen, ja, bezüglich auch mit Kindern und mit Menschen, die Nierenleiden haben, ja. So. Und die Autoren kommen zu dem Ergebnis, auch für Kinder und mit Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen es geeignet sei, ja. So laut dieser Studie hier, dieser Meta-Analyse, die ich für euch rausgesucht habe, ja. So, und diese 3 Gramm sind natürlich auch diese Mengen, die theoretisch auch verzehrbar sind, ne? durch eine kreatinreiche Ernährung halt einfach, ja, so. Das heißt, am meisten nimmt man natürlich Kreatin auf, wenn es natürlich in der Leber, Bauchspeicheldrüse und Niere gebildet wird, wenn man in der Reihe natürlich isst, das ist natürlich ganz, ganz klar, ja. So, nun kommen wir aber zu den Auswirkungen, ja? Was macht Kreatin überhaupt bei dem Körper? Dazu auch wieder die EFSA. So, laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelüberwachung, erstmal das Offizielle, danach noch ein paar Studien von mir selbst recherchiert, um zu verifizieren. Bei der Abwägung der Beweise berücksichtigt das Gremium, dass die vorgelegten Interventionsstudien am Menschen insgesamt Beweise für eine Wirkung von Kreatin in Dosen von mindestens 3 Gramm pro Tag in Kombination mit regelmäßigen Resistenztraining, das heißt dreimal pro Woche, über mehrere Wochen von mäßiger Intensität auf die Muskelkraft bei Erwachsenen über 55 Jahren liefern. Während keine Wirkung beobachtet wurde, wenn ähnliche Kreatindosen auf wöchentlicher Basis nur an Trainingstagen verabreicht wurde. Ja, das heißt, man muss schon eine gewisse Menge konsumieren und bisher erstmals, ja, das heißt Health Claims konform, das was man sagen darf, für ältere Menschen natürlich, ja. Aber es gibt sicherlich auch viele Studien an jüngeren Menschen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, so eine Meta-Analyse aus 36 Studien, wo die Studienteilnehmer ca. 20 Gramm pro Tag nahmen. Manche natürlich, ich glaube, ein paar verschiedene Studien. Manche am Anfang 20 Gramm, danach 6 Gramm oder 3 Gramm Erhaltungsdosis. Es gab aber dieses Auffüllthema beim Kreatin, dass die Speicher erstmal aufgefüllt werden. Wir haben knapp 150 Gramm Kreatin bei uns im Körper so gebunden. Und danach eine Erhaltungsdosis, ja, das machen ja auch viele beim Vitamin D oder sowas halt, ja, so. So, und das alles ungefähr auch über einen Monat, ja, habe ich mal so ein bisschen verglichen, so, und kam tatsächlich zum Anstieg der Oberkörperkraft, ja, circa in bestimmten Übungen von 5,3%, ja, und das ist wirklich schon sehr merklich, ja. Anmerkung, es wurden natürlich hier viele verschiedene Studien verwendet, dadurch natürlich auch nicht immer eine Heterogenität so machbar gewesen. Und wichtig auch, die Anstrengung für Aktivitäten bis 3 Minuten nur. Ne? So, das heißt nochmal ganz klar, für Kraftsport und Sprinter reden wir hier nicht von Ausdauersportlern. Ja? So. Eine andere randomisierte Doppelblindstudie, das heißt immer der Goldstandard, in der eine Mischung aus Kreatin und Elektrolyten gegeben worden ist, über 6 Wochen, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass im Bankdrücken und der Kniebeuge, das heißt beiden Grundübungen, also ein Kraftzuwachs, sehen wir hier, zu verzeichnen war. Aber es scheint natürlich einen Indiz jetzt zu geben, dass es schon also einen Kraftzuwachs gibt. Dazu gibt es wirklich zahlreiche Studien. Ich hätte hier 1000 platt treten können. Aber was Wichtige fand ich nochmal, was ich herauskristallisieren wollte, es schützt ebenfalls dein Gewebe, ja, für die nicht so extrem, wie auch immer, Kraftsport betreiben will. Ne? Und zwar der Wert Kreatinkinase, ja, CK, das kennt ihr vielleicht alle auch eure Blutwerten, wenn ihr die mal anschaut. Jetzt wisst ihr, was dieser Wert bedeutet. Ich lese nochmal eben kurz für euch vor. Eine Erhöhung der CK-Aktivität im Blut deutet auf eine Herz- oder Skelettmuskelerkrankung hin. Bei der Muskelzellen geschädigt werden, der CK-Wert ist damit ein wichtiges Enzym für die Diagnose von Schädigung der Herz- und der Skelettmuskulatur. Zum Beispiel, wenn du einen Herzinfarkt oder sowas hast. Ja? Die mit einem Anstieg der CK, also der CK, Aktivität des Enzyms einhergehen. So, auch hier gibt es eine tolle Studie zu Sprintern innerhalb von 4 Wochen. 2 Testgruppen, Placebo und nicht Placebo, das heißt, die anderen haben Kreatin bekommen. So, die Kreatingruppe hatte deutlich niedrigere Aktivität der Kreatin, also der Kreatinkinase, wovon ich gerade vorgelesen habe, und bereits schon nach 24 Stunden. Und das hat auch angehalten, noch über 48 Stunden. Leider wurde weiter nicht lange getestet, aber ich denke, das hat noch viel, viel länger eingehalten. Jetzt bei täglicher Dosis hat das wahrscheinlich schon einen sehr, sehr merklichen, schützenden Effekt, ja, könnte es hier haben, auf die Muskulatur. Das lese ich aus dieser Studie hier heraus. Ja. Wie es letztendlich sein wird, das muss jeder ein bisschen für sich ausprobieren. Ne? Aber das zeigt hier diese Studie, das fand ich sehr interessant, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. Kommen wir nun zum letzten Teil, und zwar der Funktion für die Nerven und fürs Gehirn. Das fand ich nochmal was sehr, sehr Spannendes, was momentan noch so gar nicht belichtet wird. Also mir sind immer wieder Studien aufgefallen, auch zum Thema Depression. Ich möchte mal 2 hier, habe ich einmal herauskristallisiert. Und auch hier wieder der Goldstandard, randomisiert doppelblind Placebo. Ja, und zwar mit bipolaren Depressionen kam es zur interessanten Gabe
zu interessanten Ergebnissen bei der Gabe von Kreatin. Und zwar haben diese 6 Gramm bekommen für 6 Wochen. Die Montgomery-Ernst-Beck-Depression-Rate-Skala, also die MADRS-Skala, daran wird gemessen, inwieweit, da gibt es einen bestimmten Test, inwieweit Menschen noch Depressionen empfinden. Und das wirklich mit erstaunlichen Ergebnissen. Wir sehen hier, wir beide Gruppen starten ca. bei 26 bis 28 am Anfang. Und dann nach Woche, ca. bei Woche 5, splitten die beiden sich, die Placebo-Gruppe und die Kreatingruppe. Und wir sehen hier in der Kreatingruppe einen Wert von 13, in der Placebo-Gruppe sehen wir einen Wert von 18. Das heißt, deutlich, wirklich deutlich messbarer Unterschied zum Thema Depression hier in der Goldstandard-Studie, ja. Ich habe noch eine weitere sehr interessante Studie, wo es ein bisschen, jetzt kann man sagen, ja gut, das ist alles für mich ein bisschen zu subjektiv, diese Skala, wobei die überhaupt nicht subjektiv ist, die ist wirklich höchst wissenschaftlich. Gehen wir ein bisschen biochemischer und auch hier gibt es, du juckt doch immer die Nase, ne? Ich weiß auch nicht, warum das so ist, wenn ich einmal da... So, ich muss hier mal öfter Staub putzen. So, es gab noch eine weitere Studie, wieder Goldstandards, randomisiert doppelblind Placebo. Dort ging es um die Kreatingabe bei Frauen mit Major-Depressionen. So, gemessen wurde Acetyl-L-Asparaginsäure. Wir kriegen es hin, Patrick. Acetyl-L-Asparaginsäure. So. Das ist eine Säure, die, sehen wir hier, herabgesetzt ist bei Frauen, bei denen Depression diagnostiziert worden ist. Das sehen wir, das ist messbar. Das ist nicht irgendwie was Subjektives. Ja, hier, man ist wirklich, es ist wirklich messbar, Asparaginsäure, die Acetylform davon, die linksdrehende, ist wirklich herabgesetzt bei den Frauen, die Depressionen, die unter Depressionen leiden. Ja, das ist kein Hokuspokus. So. Sehr interessant, diese Asparaginsäure deutet oder gibt Aufschluss darüber, über die Neuronendichte, über die Neuronenfunktion. Denn diese ist maßgeblich herabgesetzt. Die Menschen mit Depressionen sind nicht mehr so gut, springen nicht mehr so gut auf Dinge an, sind nicht mehr so entzückt davon von etwas. Ja? Und vor allen Dingen auch über die mitochondriale Funktion im Gehirn. Das heißt, daher kommt auch die Antriebslosigkeit, gerade bei den Major-Depressionen, die hier auch untersucht worden sind. Ja? Diese Asparaginsäure ist genau der Marker für diese Stoffe. So. Schauen wir uns die Veränderungen an, Placebo und kein Placebo, ja, sehen wir hier, dass die Acetyl-L-Asparaginsäure deutlich erhöht wurde in der Kreatingruppe. Ja? Und zwar hier, Depressionen wurden quasi dadurch statistisch positiv beeinflusst in der Studie. Ja? Daher kommen die Autoren auch dem Kreatin eine antidepressive Wirkung zusprechen, sehen wir hier auch nochmal. Ja? Das wollte ich noch ein bisschen genauer verifizieren. Ich habe mir ein paar andere Studien angeschaut und tatsächlich ist es so, dass es beobachtet wurde, dass das Kreatin, die Gabe, verschiedene Gaben, ja, 6 oder 20 Gramm, je nachdem, ja, kam es zu einer Akkumulation im Gehirn circa bzw. einem Anstieg von 8 bis 11% bei der normalen oralen Gabe von Kreatin. Das heißt, die Blut-Hirn-Schranke wird definitiv überwunden und damit kann man auch die Ergebnisse der zuvor beiden Studien hier daran belegen, meines Erachtens. Ja? Sehr interessanter Stoff und zwar ist es, kostet natürlich auch nicht sonderlich viel. Veganer würden natürlich deutlich mehr davon profitieren, ob ihr das nehmen wollt oder halt eben nicht, müsst ihr für euch entscheiden. Ich habe das für euch einfach nur vorbereitet. Ja. Als Dankeschön würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf purazell.de vorbeischaut, um mich dabei zu unterstützen mit meinen Produkten, dass ich diese Arbeit hier weitermachen kann, damit ihr das nicht recherchieren müsst. Ich mache das sehr gerne für euch. Als Energieaustausch sehr gerne auf purazell.de vorbeischauen. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.